Das Tor der Illusion. Wir befinden uns auf Eru, einer Welt weit entfernt von der unseren. Langsam zieht sie ihre kosmische Bahn, scheinbar ohne ein Ziel vor Augen, wobei man nur im übertragenen Sinne von Augen sprechen kann, da ein Planet in der Regel nicht über so etwas derartiges verfügt. Die Oberfläche Eru's ist mit der unsrigen Welt durchaus zu vergleichen, denn auch sie besteht vorwiegend aus Wasser, welches die Landmassen in Kontinente und Inseln teilt. Auf einer dieser Inseln, welche den klangvollen Namen Plaitia am Tran trägt, der dem Wohlstand der Bürger im Übrigen sehr angemessen ist, befindet sich Erastu, die große Universität der Illusionisten. Sie ist eine der 5 großen Universitäten der Magie, von denen sich jede auf ein Gebiet der Magie spezialisiert hat. So gibt es neben den Illusionisten, welche sich mit Manipulation und Veränderung der Wirklichkeit beschäftigen, auch die Hexer, die sich auf Zerstörung und Kampfmagie fixiert haben. Die dritte Art von Magier sind die Druiden, welche im Einklang mit der Natur leben und sich ihrer bedienen. Die Magie der Nekromanten hingegen widmet sich der Flüche und der Heraufbeschwörung von Toten. Die 5. Richtung der Magie ist die Lebensmagie, welche von Priestern ausgeführt wird. Sie widmet sich der Wiederherstellung und dem Schutz der Menschen. Da Magier der unterschiedlichen Schulen sich jedoch so sehr mögen wie Spinnen und Fliegen, ist es nicht verwunderlich, dass man in Erastu nur Illusionisten antrifft. Sie sind auch die einzigsten, die die Universität sehen können, da ein alter und mächtiger Zauber die Universität vor den neugierigen Blicken der Außenwelt schützt und sie so für alle Nicht-Illusionisten unsichtbar bleibt. Dies ist auch der Grund, warum selbst die Einwohner des kleinen Ortes Geldnot, der etwa 20 Kilometer südlich der Universität liegt, nicht genau sagen können, wo jene Universität überhaupt liegt. Ja, manche der Einwohner wissen nicht einmal, dass es Erastu überhaupt gibt. So auch Seki, ein Junge, der einer Gilde angehört, die sich einfach Shadow nennt. Die Shadow-Gilde hat sich der Heimlichkeit verschrieben und ihre Mitglieder sind vorwiegend Mörder und Diebe, die von der Bevölkerung gefürchtet und von den Wachen gehasst werden. Lange schon versucht Lord Tralala, der Herrscher von Geldnot, die Gilde zu zerstören, jedoch mit eher mäßigem Erfolg, da die Führer der Shadow-Gilde heftigen Widerstand leisten und wie Hirten ihre Schäfchen beschützen. Seki ist eines dieser Schäfchen, ein hagerer, junger Mann, der etwa 16 Jahre alt ist und von der Welt noch nicht sehr viel gesehen hat. Er hatte bislang dazu auch keine Gelegenheit, da seine Fähigkeiten der Heimlichkeit nicht zu den besten gehören, weshalb die Gildenmeister es nicht erlauben, dass er sich weit von der Gilde entfernt, da sie wissen, wie gefährlich es für ein Shadow ist, wenn er auf die Wachen des Lords Tralala trifft. Nur wenige der Shadow werden von den Wachen erwischt, doch jene, die ihnen nicht entkommen können, finden am nächsten Morgen ihren Kopf neben ihrem Körper. Die Gildenmeister wissen dies wohl, doch sind sie stets bemüht, es geheim zu halten, da sie um die Moral ihrer Leute fürchten. Denn Diebe, Mörder, Assassinen und all solche Leute mangelt es in der Regel an Loyalität. Vor allem dann, wenn ein Wächter seine Klinge an ihre Kehle hält. Dies ist auch der Grund, warum Seki, wie alle anderen Adepten, nichts von der Gefahr wissen, der sie stets ausgesetzt sind. Seki wacht in seiner Kammer auf und schaut aus einem Fenster. Die Sonne stand knapp über den Horizont und blendete ihn mit ihrem hellen Schein. Oh nein, ich hab schon wieder verschlafen, so ein Mist! Er sprang aus seinem Bett und zog sich schnell sein Trainingsgewand an, das einen dunklen Herren-Kimono ähnelt, wobei seine leichten Schuhe, die an Ballettschuhe erinnern, aber um einiges fester und stabiler sind. Dann rannte er zur Ausgangstür, an den 3 Betten seiner Zimmergenossen vorbei, die offensichtlich rechtzeitig aufgestanden waren. Hoffentlich hat der Meister noch nichts bemerkt, sprach Seki zu sich selbst, um seine Hoffnung anzustacheln. Er riss die Eingangstür regelrecht auf und stoppte abrupt. Sein Meister, Kiao Bao, stand vor der Tür, musterte ihn streng und sprach mit einer fast anteilnahmslosen und ruhigen Stimme: Ich habe dein Fehlen bemerkt. Der Meister machte eine kurze Sprechpause, die Seki wie eine Ewigkeit vorkam. Dein häufiges Fehlen macht mir schon zu schaffen. Du weißt, was das für dich bedeutet. Seki war stumm. Er stand immer noch unter Schock. Nun? Fragte der Meister mit Nachdruck. 2 Runden über das Schotterfeld rennen? Sprach Seki. Nein, überlege weiter. Die heilige Schriftrolle 10-mal abschreiben? Das hatten wir bereits gestern, erinnerst du dich? Seki schaut auf seine Hände und wie er sich daran erinnert. Noch heute hat er einen stechenden Schmerz in seinen Handgelenken, als wie wenn man ihn ständig in die Sehnen stechen würde. So schnell würde er das nicht vergessen. Er wandte sich wieder seinem Meister zu. Dieser blickte ihn immer noch erwartungsvoll an und schien sogar gut gelaunt zu sein. Zumindest dafür, dass er wegen dem zu spät kommen verärgert war.
Seki wusste aber keine Antwort mehr und konnte eine schnippische Bemerkung, wie so oft, nicht für sich behalten. Vielleicht eure alten Socken sortieren und reinigen? Was? Nein, natürlich nicht. Obwohl das schon eine sehr harte Strafe für dich wäre. Seki grinste innerlich und stellte sich vor, wie es wohl sein müsste, Socken, die nie gewaschen werden, zu sortieren. Diese Bestrafung wäre tatsächlich übertrieben hart und womöglich sogar tödlich. Es tut mir leid, mir fällt keine Strafe mehr ein, die mich erwarten könnte. Und das ist das Problem, mein Junge. Mir fällt auch keine Strafe mehr ein. Egal wie hart ich dich bestrafe, nie lernst du daraus. Xiaobao schaute Seki tief in die Augen. Er konnte den Blick seines Meisters nicht mehr standhalten und schaute beschämt zu Boden. Xiaobao achtete nicht weiter darauf und kratzte sich an seinen kleinen Ziegenbart. Nun, wie dem auch sei, wir sollten uns jetzt sputen. Der Sensei wünscht dich zu sprechen und er legt sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Xiaobao wandte sich um. Sogar noch viel mehr als ich. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Folge mir. Seki schaute überrascht auf. Er hatte viel erwartet, aber dass der Sensei, der Führer der Gilde, gerade jemanden so Unbedeutenden wie ihn sprechen wollte, erschien Seki mehr als merkwürdig. Wozu wollte er gerade ihn sprechen? Die Gilde hat hunderte von Mitgliedern, die in allen Bereichen weitaus besser sind als Seki. Es kann sich also nur um eine Strafe handeln, weil Seki so unzuverlässig war. Eine Eigenschaft, die die Ehre aller Shadow beflecken und ihren Ruf, zu jeder Zeit an jedem Ort zu sein, ziemlich negierte. Seki brauchte ein paar Sekunden, um das zu realisieren, und folgte dann endlich seinem Meister. Sie ging einen langen Gang entlang, dessen braune Erdwände durch das Licht der aufgehenden Sonne in einen sanften Orange schimmerten. Der Gang teilte sich, dann in zwei Richtungen. Folgte man den rechten Weg, kam man zum Innenhof der Gilde, wo die Mitglieder regelmäßig jeden Morgen trainierten. Dieser Weg war Seki sehr vertraut, da er ihn jeden Morgen beschritt, doch der Weg nach links war ihm völlig unbekannt. Er wusste zwar, dass er nach unten führte, wo die höheren Mitglieder ihre Quartiere hatten, doch er selbst war noch nie dort gewesen. Er folgte seinem Meister auf diesen Weg und so kamen sie schließlich in das erste Untergeschoss. Sein Meister blieb stehen und sprach: Nur wenige Adapten haben das Glück, diesen Weg zu gehen. Je tiefer wir kommen, desto höher ist der Rang der hier einquartierten Mitglieder. Ich weiß, antwortete Seki. So weißt du sicher auch, wo der Sensei sein Quartier hat. Nun, da er der Ranghöchste ist, wird er wohl ganz unten zu finden sein, nicht wahr? In der Tat. Das erste Untergeschoss ist für die Fortgeschrittenen. Das zweite beinhaltet die Quartiere der Meister. Im dritten Untergeschoss findet man die Großmeister. Und das vierte und letzte Untergeschoss ist das Quartier des Senseis. Xiaobao lief weiter und sprach zu sich selbst: Ein ganzes Geschoss allein für den Sensei. Wozu braucht er nur so viel Platz? Seki merkte, dass sich die Frage nicht an ihn gerichtet hatte und folgte seinem Meister auf Schritt und Tritt den Weg nach unten, den man sich wie ein langes Treppenhaus vorstellen kann, nur dass es keine Stufen gab, sondern sich der Weg immer am Ende eines Ganges rapide absenkte und in einer Kurve zu der nächsten Ebene führte. Schließlich kamen sie in das vierte Untergeschoss und standen vor der Tür des Senseis, die bläulich glühte und auf der Zeichen standen, die Seki völlig unverständlich waren. Was sind das für Zeichen? Und wieso glüht diese Tür so? Fragte Seki. Nun. Der Meister atmete tief durch. Der Sinn dieses Zeichens kennt nur der Sensei. Das Glühen der Tür jedoch kann ich dir erklären. Sie ist verzaubert, sodass sie auch massiven Angriffen standhält. Das klingt ja beeindruckend. Aber wozu? Wir werden ja kein Angriff ausgesetzt sein. Und wenn einer der Mitglieder versuchen wollte, in das Quartier des Senseis zu kommen, würde er sich eher eines Dietrichs bedienen. Nun, wir brauchen keine Angriffe zu erwarten. Doch sicher ist sicher. Auch von einem Dietrich braucht sich diese Tür nicht zu fürchten. Schau dir das Schloss an. Mal genauer an. Seki beugte sich vorsichtig nach vorne. Das Glühen der Tür hatte in ihn nicht gerade ein Gefühl der Sicherheit ausgelöst. Was, wenn der Zauber, der auf ihr lag, nicht nur die Tür gegen Angriffe schützt, sondern ihre Angreifer auch kontert? Seki kannte Magie nur von fantastischen Geschichten, die er in der kleinen Adeptenbibliothek gelesen hatte, und diese Geschichten zeigten, wie stark Magie sein konnte. Doch selbst als er so nah an dem Schlüsselloch war, dass er hätte durchschauen können, passierte nichts. Jetzt sah Seki, dass der Einwand seines Meisters mehr als berechtigt war. Dieses Schloss konnte selbst der geschickteste Dieb und der perfekteste Shadow nicht knacken. Ja, selbst für den Sensei, der den Ruf genießt, ein 5-Zacken-Schloss in weniger als 10 Sekunden knacken zu können, wäre dieses Schloss eine unüberwindbare Barriere gewesen, da es die Eigenschaft hat, sich stetig zu ändern. Es veränderte sich so schnell, dass es fast aussah, als würde es ständig zerfließen und sich dann wieder für einen Bruchteil einer Sekunde zu materialisieren. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Schloss in der kurzen Zeit zu knacken, war etwa so groß wie 6 richtig im Lotto 3-mal in Folge zu erreichen. Seki staunt immer noch, während sein Meister in einem ruhigen Ton sprach:
Höchstens Magie könnte diese Tür überwinden. Doch selbst da bin ich mir nicht sicher. Er machte eine kurze Sprechpause und tippte Seki auf die Schulter, um seine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Du solltest den Sensei nicht noch länger warten lassen. Da er dich erwartet, wird er dir die Tür öffnen, sobald du ihn darum bittest. Ich lasse dich nun allein. Meister, ihr geht? Wieso? Er wollte dich allein sprechen. Seki schaute verwundert, während sein Meister sich umdrehte und anfangen wollte zu laufen. Doch er hielt noch kurz inne und blickte über die Schulter noch einmal zu Seki. Noch ein Tipp? Hör aufmerksam zu, stell keine Fragen und bitte, halte deine vorlaute Zunge wenigstens diesmal im Zaum. Seki schaute seinem Meister hinterher, der langsam den Gang hinauf verschwand. Sei nicht zu vorlaut, hallte es in seinen Kopf. Wie könnte ich in dieser Situation vorlaut sein? Fragte sich Seki leise. Er hatte regelrecht Angst, das Quartier des Senseis zu betreten. Woher sollte er also den Mut nehmen, auch noch vorlaut zu sein? Ein Wunder, wenn er es überhaupt schaffen täte, ein Wort zu sagen. Seki holte Tiefluft und sprach schließlich zur Tür. Sensei, ihr habt nach mir gerufen. Mein Name ist Seki, Adept eurer Gilde. Tritt ein, Seki, hallte eine Stimme, die befreit von allen Empfindungen zu sein schien. Eine Stimme, die durch ihre Ruhe so stark war, dass man selbst fast alle Empfindungen verlor. Sofort danach öffnete sich die Tür. Obwohl öffnen wohl das falsche Wort ist. Es wäre besser zu sagen, dass sie in einem blauen Blitz implodierte und schließlich nicht mehr zu sehen war. Seki trat ein. Das erste, was er sah, war ein großer Raum, in dessen Mitte ein Schreibtisch stand, der voller Schreibutensilien war. Dahinter befand sich ein Stuhl, der mit der Lehne zu Seki zeigte und auf den sich wohl der Sensei befand. Der Rest des Raums erinnerte durch seine vielen Bücherregale an eine Bibliothek. Der Raum erschien durch getönte Laternen einem blauen Licht, das eine fast schon gruselige Atmosphäre schuf. Dieses Gefühl wurde durch Schatten bestärkt, die an den Wänden und der Decke durch das Flackern der Laternenlichter entstanden und sich wie in einen ausgefallenen Tanz bewegten und jeden im Raum zu beobachten schien. Seki wischte diesen Gedanken weg. Der Sensei mag der beste Shadow sein, den es gibt, aber er war kein Magier. Das, was Seki sah, war nur das, was dieser Raum jeden Besucher zeigen sollte. Bilder, die ihn verwirren, und Gedanken, die Angst machen sollten, um seine Konzentration zu schwächen und ihn somit angreifbar zu machen. Obwohl Seki das erkannte, konnte er sich den Eindrücken nicht entziehen und er fühlte sich schwach und machtlos. »Weißt du, warum ich dich sehen wollte?«, fragte der Sensei. Die vielen, schwächenden Eindrücke, die starke Stimme und Sekis Furcht erlaubten ihm keine Antwort. »Bist du stumm oder taub? Oder warum schweigst du? Es ist nicht gerade höflich, eine Frage nicht zu beantworten.« Der Druck in der Stimme des Senseis ließ Seki seine Angst den schlimmsten Befürchtungen weichen, die ihn klar machten, dass er besser antworten sollte. Er wusste nicht, was geschehen würde, wenn er weiter schwieg, aber es war gewiss nichts Gutes. »Sensei, ich kenne den Grund nicht, doch ich vermute, es ist wegen meines häufigen Verschlafens.« »In gewisser Weise, ja.« Der Sensei drehte sich mit dem Stuhl um und schaute mit gefalteten Händen Seki an. »Weißt du, nicht alle Adepten werden zu Fortgeschrittenen oder Meistern. Ihnen fehlt etwas Grundlegendes, Eigenständigkeit. Eine Fähigkeit, die nur Menschen vorbehalten ist, die eine persönliche Autorität entwickeln. So stellt man sich die Frage, wieso du kein Meister bist. Du hältst dich grundlegend an die Regeln, doch in den Sachen, die du anzweifelst, überschreitest du sie. Am deutlichsten zeigt sich das durch Bemerkungen deines vorlauten Mundes. Das wiederum führt dazu, dass du eine eigene Autorität entwickelt hast und somit über Eigenständigkeit verfügst.« Seki schwieg. Er wusste nicht, was das bedeuten sollte. Der Sensei stand auf. Obwohl er hager und klein war und wohl schon das stolze Alter von 80 Jahren erreicht haben musste, schien er über große Kraft und noch größeres Geschick zu verfügen. Er ging zu einem Bücherregal, das links von Seki stand, und las die Titel der Buchrücken. Nach 10 Minuten war er immer noch nicht fertig und Seki fasste sich allen Mut und sprach: »Sensei, wozu bin ich hier?« Der Sensei stand immer noch vor dem Bücherregal und antwortete: »Weil du ein Adept bist, obwohl du es nicht sein solltest. Was würdest du sagen, in den Rang eines Meisters gehoben zu werden und sogar den des Fortgeschrittenen zu überspringen?« Der Sensei drehte sich um und schaute Seki so tief in die Augen, dass er das Gefühl hatte, als könnte er direkt in seine Gedanken blicken. Seki wurde unbehaglich. Er wollte Nein antworten, doch als er den Blick des Sensei sah, wurde ihm klar, dass es diese Alternative wohl nicht gab. Noch ehe Seki antworten konnte, begann der Sensei erneut zu sprechen. »Ich spüre deine Angst und habe Verständnis dafür.
Es passiert nicht alle Tage, dass ein einfacher Adept zu mir gerufen wird. Es ist nur verständlich, dass du überrascht bist. Seki war total verwirrt. Er hatte nicht mit so viel Verständnis gerechnet. Der Sensei drehte sich wieder zum Bücherregal um. Allerdings habe ich dich noch aus einem anderen wichtigen Grund gerufen. Ich brauche deine Hilfe. Sekis Augen wurden so groß wie die eines Buschbabys. Der Sensei, der beste Shadow, den es gibt, braucht die Hilfe von einem so unbedeutenden Adepten wie ihn? Was konnte er schon, was der Sensei nicht selbst hätte schaffen können? Sensei, ihr braucht meine Hilfe? Ich bin nur ein einfacher Adept. Hier in der Gilde gibt es auch so viele Meister und Großmeister. Darf ich fragen, wieso ihr keinen von ihnen ausgewählt habt? Sie alle sind mir weit überlegen. In puncto Heimlichkeit, ja. Aber du hast andere Qualitäten, die ich dringend für eine wichtige Mission benötige, bei der es nicht um Heimlichkeit geht. Der Sensei wandte sich wieder Seki zu. Und dafür, dass du sie ausführst, möchte ich dich dann zum Meister nennen, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du bist ein Adept, viele Meister und Großmeister kennen dich nicht, und auf deine Loyalität kann ich mich verlassen. Das hat mir zumindest Kiao Bao erzählt. Und diese Tatsachen sind für diese Mission sehr wichtig, da ich jemanden benötige, den niemand kennt und auf den ich mich verlassen kann. Dieser jemand bist du, Seki. Wirst du mir helfen? Seki fühlte sich jetzt mutiger und seine Befürchtungen verließen ihn. Ja, er entwickelte sogar eine Art Stolz. Hat der Sensei doch tatsächlich ihn ausgewählt? Was soll ich für euch tun? Der Sensei grinste leicht. Schön, dass wir langsam in Dialog treten. Ich hatte schon Angst gehabt, denn du würdest mir gar nicht zuhören. Es geht um Folgendes. Kennst du Madame Pöpel? Ich habe gelesen, dass sie die Tochter von Lord Tralala ist. So ist es auch. Das, was ich dir jetzt erzähle, darf auf keinen Fall jemand aus uns beiden wissen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Die Pupillen des Senseis formten sich zu finsteren Kugeln. Ja, brach es aus Seki heraus. Der Sensei nickte. Sehr gut. Madame Pöpel ist in Gefahr, da Großmeister Arel sich fest dazu entschlossen hat, sie morgen bei den Jahresfeierlichkeiten von Geldnot zu töten. Der Grund dafür ist so lächerlich wie auch töricht. Arel hat einen Groll gegen sie, da sie seine Liebe nicht erwidert. Sie darf auf keinen Fall sterben, nicht aus diesem Grund. Verzeiht meine Dreistigkeit, aber warum sollten wir uns in die Angelegenheiten des Lords mischen? Wir haben nichts mit ihm zu tun und die Madame hat auch nichts mit uns zu tun. Der Sensei schüttelte verachtend den Kopf. Denk nach, ehe du sprichst. Selbstverständlich haben wir mit denen nichts gemein. Aber was denkst du passiert, wenn am hellerlichten Tag ein Shadow eine Person ermordet, die für den Lord so wichtig ist? Ich sage es dir, zunächst einmal wird man den Täter hinrichten. Doch das wird für den Lord keine Genugtuung sein. Sollte die Madame sterben, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis er seine Streitmacht gegen uns mobilisiert. Und wir werden nicht gewinnen. Deshalb musst du das verhindern. Aber er ist ein Großmeister. Wie soll ich ihn besiegen? Er ist zu stark für mich. Du brauchst ihn nicht zu besiegen. Das können die Wachen für dich erledigen. Deine Aufgabe ist es, ihn zu enttarnen. Er kennt dich nicht, also kannst du unbedenklich in seiner Nähe sein. Dann brauchst du nur zu warten, bis er seine Waffe zieht und rufst die Wachen. Dann verliert er das Überraschungsmoment und sie werden ihn festnehmen und dich belohnen. Du siehst, es ist einfach und es lohnt sich. Denn du bekommst nicht nur die Belohnung, sondern wirst auch noch zum Meister ernannt. Sind wir uns einig? Seki ging alles noch einmal im Kopf durch. Wir sind uns einig, aber eine Frage hätte ich noch. Wie soll ich ihn finden? Der Sensei zog einen Umschlag aus seinem Kimono und gab ihn Seki. In diesem Umschlag findest du ein Bild vom Großmeister Arel. Um ihn zu finden, schlage ich dir vor, dass du dich schon vor dem Training aus der Gilde schleichst und dann auf ihn wartest. Ich werde dafür sorgen, dass der Vordereingang geöffnet ist. Hast du sonst noch Unklarheiten? Wir können uns kein Scheitern leisten. Ich habe alles verstanden. Der Sensei nahm ein Stück Papier und schrieb eilig etwas darauf und versiegelte das Stück Papier anschließend mit seinem Siegelring, dessen Motiv ein schwarzer Schatten eines Menschen war. Danach gab er es Seki und sprach, geh jetzt in die Waffenkammer und gib der Wache dort diesen Zettel. Er wird dir eine Ausrüstung geben. Du wirst sie für diese Mission nicht brauchen, aber als zukünftiger Meister solltest du schon über eine eigene Ausrüstung verfügen. Seki schaute zufrieden und dankbar den Sensei an, der seinem Blick mit einem Lächeln begegnete. Nun spute dich aber und kein Wort zu niemandem. Ich verlasse mich auf dich. Seki nickte dankend und wollte aus dem Zimmer des Senseis hinausgehen, als er die Tür sah.
Könnt ihr mir aufmachen? Oh, Verzeihung. Der Sensei schnippte und die Tür öffnete sich. Seki ging hindurch und sofort schloss sich die Tür wieder. Der Sensei stand immer noch links neben dem Tisch und schaute Richtung Tür, als hinter dem Bücherregal eine Gestalt in einem langen, weißen Umhang hervorkam, deren Gesicht nicht zu erkennen war. Als sie hinter dem Sensei stand, sprach sie mit einer fast süßlichen, aber dennoch männlichen Stimme: Seid ihr sicher, dass er der Richtige ist? Er scheint mir sehr leichtgläubig. Der Sensei wandte sich um. Die ideale Voraussetzung für unser Vorhaben. Er wird die Mission zu unserer größten Zufriedenheit erfüllen, das ist gewiss. Ich rate euch, euch nicht zu irren, denn sonst ist unser Deal gestorben. Wenn ihr nicht langsam mehr Vertrauen in mich zeigt, wird das nicht das Einzige sein, das stirbt. Der Sensei grinste siegesicher und erwartete, dass sein Gegenüber sich entschuldigt. Doch da irrte er. Die Gestalt schien sich nicht zu regen und auch in seinem Tonfall war keine Veränderung zu erkennen. Und schon recht keine Angst. Einem Mörder vertrauen? Das Einzige, worauf ich vertraue, sind meine Fähigkeiten. Eine weise Entscheidung. Da sind wir ja schon mal zwei. Doch wäre zumindest ein wenig Vertrauen angebracht. Denn wir können nur zusammen unser Ziel erreichen. Erst versucht ihr mich einzuschüchtern und jetzt versucht ihr mir gut zu reden. Ich bleibe bei meiner Aussage. Der Sensei grinste, doch innerlich begriff er, dass er sich nicht durchsetzen wird und setzte sich hin. Seki war währenddessen den Gang nach oben gegangen und überschreitete den Innenhof, um zur Waffenkammer zu gelangen, die sich auf der anderen Seite befand. Ein komisches Gefühl begleitete ihn. Dieser Morgen ist anders verlaufen, als es erwartet hatte. Statt einer Standpauke von seinem Meister, gefolgt von einer schmerzhaften Strafe, weil er verschlafen hatte, bekam er nun einen wichtigen Auftrag, der ihn den Rang eines Meisters einbringen sollte. Und das alles geschah in den ersten 2 Stunden seines Tages. Mit diesen Gedanken betrat Seki die Waffenkammer und ging auf die Wache zu, die an einer Art Tresen stand, welche den Weg versperrte. Die Wache schien gut gelaunt und fragte fröhlich: Na, wer bist denn du? Mein Name ist Seki, Adept der Shadow-Gilde. Na, nicht so förmlich. Also Seki, du bist wohlgekommen, damit der erfahrene Rick dir einige seiner zahlreichen Abenteuer erzählt, nicht wahr? Seki grinste. Die lockere Art der Wache war eine angenehme Abwechslung der sonst so förmlichen Gespräche mit seinem Meister. Endlich mal einer, der nicht so verklemmt ist, dachte sich Seki. Oh ja, es muss sehr abenteuerlich sein, den ganzen Tag hier Wache zu stehen. Und welch unzählige Kämpfe hast du wohl schon bestritten? Wie viele widerliche Spinnen und welch mächtige Wanzen hast du wohl schon erfolgreich im Zweikampf besiegt? Sekis Grinsen weitete sich, in der Hoffnung, dass Rick seinen Humor verstand. Da hast du recht, grinste Rick zurück. Doch das ist nicht alles. Ja, manchmal tauchen sie sogar in Gruppen auf, diese hinterhältigen Mistviecher. Doch trotzdem habe ich sie platt gemacht. Rick lachte. Und auch Seki konnte sich nicht mehr zusammenreißen. Er war Humor, außer von sich, nicht gewohnt. Du bist in Ordnung, Seki. Dein Humor gefällt mir. Aber weswegen bist du denn eigentlich hier? Der Sensei schickt mich. Ich sollte diesen Zettel geben, da ich Ausrüstung für eine Mission brauche. Rick nahm den Zettel an sich und las ihn sich durch. Murmelte er. Weißt du, ich würde dir gerne Waffen geben. Aber ich darf nur Meistern unsere Ausrüstung überlassen. Der Sensei hat wohl vergessen, auf diesen Zettel den Namen des Meisters einzutragen, der dich in dieser Mission anleiten wird. Am besten gehst du gleich nochmal zum Sensei und lässt ihn das nachtragen. Rick reichte Seki den Zettel, doch dieser schob seine Hand zurück. Ich habe keinen Meister, der mich in diese Mission führt. Ich gehe allein, so wollte es der Sensei. Rick zog seine Hand zurück und wirkte nachdenklich. Weißt du, Seki, das finde ich komisch. Normalerweise geht kein Adept allein auf eine Mission. Es ist zu gefährlich. Bist du dir sicher, dass er wollte, dass du alleine gehst? Ja, er sagte mir, dass ich dir diesen Zettel geben soll und du mich ausrüstest. Wir können gerne zu ihm gehen, wenn du mir nicht glaubst. Nein, das ist es nicht. Es ist nur halt sehr gefährlich. Er stockte kurz. Was ist daran so gefährlich? Nun, die Wächter des Lords sehen uns nicht so gerne, weißt du. Die Nacht schützt uns zwar, aber das Misstrauen und die Aufmerksamkeit der Menschen wird nachts auch viel stärker. Sei auf der Hut. Ich bin am Tag unterwegs und muss nicht schleichen. Es ist nur eine Formalität.
Also, wenn ich mir die Ausrüstungsliste ansehe, dann frage ich mich, ob du nicht in einen Krieg ziehst. Ein Schwert, 2 Dutzend Schuriken, 30 Meter Seil, 1 Becher schwarze Schminke, 1 Becher Ruß und 1 kompletten Schleichanzug. Das ist eigentlich die Grundausrüstung eines Meisters. Für eine Mission am Tag völlig unnötig. Gib sie mir trotzdem, dann hab ich sie erst einmal. Ich brauche sie ja nicht auf die Mission mitzunehmen. Meinst du? Warum sonst sollte der Sensei dir diese Liste schon jetzt gegeben haben? Seki überlegte. Rick hatte eigentlich recht. Warum bekam er jetzt schon Ausrüstung, die er nicht brauchte? Sicher, er würde bald ein Meister sein und sie dann brauchen. Aber dann wäre es auch völlig ausreichend gewesen, wenn er die Ausrüstung erst nach seiner Mission bekommen hätte. Rick unterbrach Sekis Gedankengänge. Weißt du was? Du bekommst jetzt die Ausrüstung und nimmst sie auf deine Mission mit. Am besten verstaust du sie in deinem Rucksack, falls du sie doch brauchst. Der Sensei wird dir die Ausrüstung nicht umsonst mitgegeben haben. Unter uns gesagt, ich glaube, er will deine Fähigkeiten testen. Hat er bei mir auch mal gemacht. Das leuchtet mir ein. Danke, Rick. Keine Ursache. Warte kurz hier, ich hol dir das Zeug. Nach einigen Minuten kehrte Rick zurück und gab Seki einen Rucksack. So, da hast du alles, was du brauchst. Ich habe dir auch noch 1 paar Scheiben Zwieback reingetan, nur für den Fall, dass du Hunger bekommst. Danke, Rick. Seki wollte schon gehen, doch dann sprach Rick. Kumpel, wenn du mal Hilfe brauchst, ich bin da, okay? Seki nickte und ging anschließend aus der Waffenkammer hinaus über den Hof in seine kleine Kammer. Als er sie betrat, war er sehr verwundert, da keiner seiner Mitbewohner da war. Allerdings war das nicht so schlimm, da er so aufgeregt war, weil er morgen seine erste Mission antrat. Seki wusste, dass er wohl kaum Schlaf bekommen würde und dass er sich diesmal nicht leisten konnte, zu spät aufzustehen. Das Training zu verpassen ist eine Sache, aber die Hauptperson einer Mission zu verpassen, weil man nicht rechtzeitig wach geworden ist, ist ein unverzeihlicher Fehler. Ein Fehler, der in diesem Fall die gesamte Gilde in Gefahr gebracht hätte. Und nur Seki konnte diese Gefahr abwenden. Alles lag an ihm. Er ging sofort ins Bett und schlief erst nach vielen Stunden ein, da ihn diese Last der Verantwortung und die Aufregung wach hielten.